Hallo Daniel, heute wird uns der liebe David zwei super leckere Cocktails servieren. Und zwar gibt es einmal den Klassiker aus der Karibik, den Mojito und dann noch den Nelson's Blood 2. Und die Zutaten dafür, die habe ich schon vorbereitet und zwar hier. Ja, lass uns starten. Dann probieren wir mal. Ich mag ihn sehr, aber probier du ihn bitte auch mal. Richtig lecker. Ja, dann kommen wir zum zweiten auf Rum basierenden Cocktail, den Nelson's Blood 2. Probieren wir mal. Daniel, der ist auch sehr lecker, aber ich muss sagen, mein Favorit ist der Mojito. Ja, liebe Johanna, dann will ich gleich auch mal überprüfen, wie mir der Cocktail schmeckt. Ich werde ohnehin den Mojito nehmen, weil es einer meiner Lieblingscocktails ist und noch aus einem anderen Grund, den ich dem Dave noch nicht verraten möchte. Aber David erstmal ganz herzlich begrüßen. Danke, danke sehr. Unser Spirituosen-Spezialist ist wieder da und das heißt, wir werden heute einen schönen Rum verkosten, uns aber erstmal einstimmen in die ja, sozusagen Feiertagszeit jetzt zum Jahresende mit einem schönen Cocktail, genauer gesagt eben mit zwei. Sie haben es im Vorspann gesehen. Und dann möchten wir Mitarbeiterin Nummer 1 mal bitten, uns die Cocktails eben reinzureichen. Vielen Dank, liebe Jörner. Und zwar gibt es was Neues vom nachhaltigsten Rum, vom Ron Sostenible. Und Bintu Singh, einige von Ihnen werden das Video vom Ron Sostenible gesehen haben, das ist ein paar Folgen her. Bintu Singh, der Mann hinter dieser Clean Spirit Company, hat was Neues auf den Markt gebracht, was ich mal geprüft habe und was mir recht gut gefallen hat. Das ist ein sehr hochwertiger Rum, da kommen wir im Laufe der Folge zu. Aber er hat auch eine Serie rausgebracht, die er meines Erachtens noch etwas unglücklicherweise Skunk Rum nennt. Du hast mir erklärt, dieser Skunk Rum, dieser witzige Begriff, den er da eingeführt hat, vom Stinktier kommend, ist gar nicht mal so unsinnig. Das heißt ja nicht, dass der Rum stinkt, im Gegenteil. Aber es hat einen ernsten Hintergrund. Erklär uns das. Ich Genau. probiere schon mal, ne? Wir sind zwar nicht bei Jimmack hier, aber Bintu Singh hat seine Rums nach verschiedenen Skunk-Gattungen benannt. Ja, gestreiftes Stinktier. Genau, Spotted und hier der Hooded. Das wäre dann Das der. Kapuziner-Stinktier. Also, okay. Das Hauben-Skunk, die genaue Gattung. Ja, also Skunks sind eigentlich Säugetiere, hundeartige Raubtiere mit den Mardern verwandt. Und ich finde es etwas negativ konnotiert mit dem Ja, Stinken, aber ich klar. denke mal, dass Bintu Singh hier eher so auf diesen jamaikanischen Stil anspricht, auf diese funkigen Aromen, die durch diese super lange Fermentationsdauer entstehen. Wenn man mal eine Rumbrennerei auf Jamaika besucht hat, beispielsweise Hampton Estate, da kann man an diesen sogenannten Mudpits stehen und das riecht da fürchterlich. Sie sind fürchterlich vom Gestank her, aber auch zugleich das Schönste, was es so gibt, weil die sorgen für diese funkigen Aromen im Rum. Und dazu muss man jetzt sagen, wir wollten diese Cocktails deswegen auch probieren, weil diese Rumsorten ja auch einen speziellen Stil haben. Ganz Also genau. ich habe das gerade wirklich bei dem Mojito auch gemerkt. Ich bin ein absoluter Mojito-Freund und trinke ihn, wenn ich im Urlaub bin, in Hotels, eigentlich an jeder Bar und weiß dann immer schon, da kannst du noch mal hingehen, da nicht.
Ja, die kann man auch schlecht machen. Die kann man auch sehr gut schlecht machen, ja. Und hier kommt aber was hinzu. Er nimmt für die Fermentation bestimmte Hefen. Minzhefen. Und das ist eine Minzhefe, übrigens auch alles ökologisch, ne? Die Minzhefe ist ökologisch gebaut und die gibt dem Rum tatsächlich so eine Frische. Du hast noch gar nicht probiert, ne? Nee, noch nicht. Ich habe meinen gleich schon auf und du bist bei deinem Nelsons Blatt. Noch ganz herausragend. Und die Minzhefe gibt eben frischen Cocktails, die also diesen, wozu eben Mojito gerade gehört, so eine richtig schöne Fruchtigkeit nochmal auf die Limette und die Minze nochmal oben drauf. Also es ist wirklich sehr angenehm. Mhm. Und bei dir ist, was ist da das Besondere? Ist dunkel, also wäre nochmal im Fass. Das ist ein fassgelagerter Rum, auch im jamaikanischen Stil, aber... Immer noch ein junger, ganz junger. Genau, ne? Die kommen für kurze Zeit in ein Eichenholzfass, in Ex-Bourbon-Fässer und da bekommen sie dann nochmal schöne Eichentöne. Aber der hat, deiner ist auch 10 Volumenprozent kräftiger noch. Noch? Die sind ja beide. Genau. Er hat 69,3. Ja, was hier aber interessant ist... Ist das schon wieder alles halt schön rot? Nein. 69,3 Volumenprozent. Geht bei mir schnell. Und bei dir ist der? Der hat eine 59 Volumenprozent, roundabout. Ne, 62,2. Also bei Rezepten wäre dann ja zu empfehlen, die Menge des Rums etwas, du hast wahrscheinlich hier etwas reduziert. Ganz genau. Wenn der jetzt sonst... Genau, ich habe jetzt hier sonst natürlich nicht 6 oder 8 CL. Sonst wird aus jedem Nelsons Blatt nachher ein Zombie. Genau, sonst treibt er uns zu Boden. Aber das ist eben das, was ich mit diesem Rum einfach mal austesten wollte, ob das wirklich einen Unterschied macht. Also bei mir, muss ich sagen, ist... muss das nochmal... Du hast das, was du angekündigt hast, nicht durchgehalten. Ja. Also die Minze so schön anklatscht, nur dass sie nicht durch die Schuhe... Nur angestammt. Ja. Angestammt. Dass man sie dann doch zwischen den Zähnen hat. Du hast auch C-Rohr-Strohhalme hier benutzt, ne? Das kann auch daran liegen. Ja gut, ich meine, das ist der Strohhalm einmal eben leer. Ne? Ja, aber das ist dieser jamaikanische Rumstil und das Problem, was... also viele Leute mögen ja gar nicht den Geschmack von Alkohol in einem Cocktail. Aber die Basis eines guten Cocktails ist natürlich auch die herausragende Qualität eines guten Rums, also in einem Rumcocktail. Und das ist hier gegeben, finde ich, weil diese jamaikanischen funkigen Aromen durch die lange Fermentation und durch das Destillieren auf Potstills und nicht auf Edelstahlsäulen, also Continuous Stills, das gibt dann nochmal hier das i-Tüpfelchen auf so einen Cocktail. Also er hat tatsächlich eine eigene Brennerei nochmal gebaut. Welcome to the distillery in the city of Nyborg in Denmark. Cheers. Der Götterfunken-Pate, der uns in dieser Folge begleiten wird, ist Robert Louis Stevenson. Und Robert Louis Stevenson, geboren 1850 in Edinburgh, da hast du dich auch schon in den dunkelsten Gassen rumgetrieben. Da war ich neulich noch. Neulich, das ist eine andere Geschichte und wird ein andermal erzählt. Aber du hast auch aus einer älteren Reise mir ein paar Fotos geschickt, aus der dunklen Gasse. 2010 war das. Ja. Das wird eine Rolle spielen. Der Geburtsort ist wichtig von Robert Louis Stevenson, 1850 dort geboren und er ist 1894, glaube ich, war es, auf Samoa verstorben. Er war ein sehr, sehr krankes Kind, hat sein ganzes Leben lang gekränkelt, litt an der Tuberkulose und immer wieder an Lungenentzündung und schwerste Atemnot, kämpfte oftmals damit, eben keine Luft zu bekommen. Immer wieder Bronchitis, immer wieder Erkältung, war also relativ schwächlich und das drückte schon auf seine Psyche und zudem hatte er eine geliebte Kinderfrau oder ja, Kindermädchen würde man sagen, es war schon eine Kinderfrau, die so in seiner Familie für seine Betreuung zuständig war, die ihn abends, wenn sie ihn zu Bett brachte, sehr gerne mit Gruselgeschichten oder mit Bibelgeschichten belehrte, was teilweise übrigens das Gleiche sein kann. Aber diese Gruselgeschichten haben ihn teilweise sehr geprägt und er hat auch Albträume davon bekommen.
Trink ruhig zwischendurch einen Schluck. Moment, Louis Stevenson. Ich wollte jetzt schauen, wie du dich gleich fühlst und dann. Ist ja ein ganz anderes. Quasi der Vorkoster. Ist ja ganz was anderes. Ich erzähle dir da noch was zu. Größter steht. Stevenson jedenfalls stammte aus einer Familie von Ingenieuren, von genauer Leuchtturmbauern, Leuchtturmingenieuren. Und Vater Stevenson wollte natürlich auch, dass der Sohn dieses Amt oder ja, Amt ist falsch, aber dieses Gewerk weiterführt und das auch studiert. Er hat dann auch damit angefangen, obwohl er sich eben schon als Knabe wahrscheinlich inspiriert durch diese ganzen Geschichten der Kinderfrau dazu hingezogen fühlte, schriftstellerisch kreativ tätig zu werden. Der Vater respektierte, unterstützte das, sagte aber, nee, also eine vernünftige Ausbildung, ein Studium muss schon sein. Robert Louis dachte dann, ja gut, Leuchtturmbauer, Ingenieur, Technik war nicht so sein, es war auch immer so kränklich und sagte dann, eine abgeschlossene Abbildung, ja, muss sein, ich wechsle auf Jura. Hat er gemacht, hat er abgeschlossen und hat dann als nächstes quasi so ziemlich alle Aufträge der Gerichte abgelehnt, weil er Schriftsteller werden wollte. Aber er hat zumindest die Auflage des Vaters erfüllt, ein abgeschlossenes Studium zu haben. Grüßt euch hier nochmal. Ich rede im ersten Take schon wieder so viel. Ist ja interessant. Dass das die Director's Cut Extended Version ja, wird. Das ist ja für die Bonus-Material-DVD. Dann können wir das noch verwerten. Ja. Wie gefällt dir denn der Mojito? Ja, sehr gut, würde ich sagen. Sehr erfrischend. Kannst du mich schön. Ja gerne weiterempfehlen. Ja. Ich mache die selten, aber ich habe mich da entzeugt. Hast du noch was zu diesem speziellen jamaikanischen Stil zu sagen? Was vieles. Ja, erzähl uns was. Also Jamaika ist, wenn man die Insel bereist, ist ja nicht nur ein Lebensgefühl. Der Rum hat auch einen ganz speziellen Charakter. Das kann man, wenn man das überhaupt vergleichen kann mit Scotch Whisky, dann würde man sagen, das ist vielleicht der Islay Whisky unter den, der Islay Rum, sag ich mal. Weil hier reden wir dann, wenn wir beim Islay Scotch von ppm, Parts per Million, Phenolderivaten am Malz sprechen, so reden wir hier von Estermolekülen, also Hektoliter. Eine Milligramm pro Hektoliter Estermolekülen. Und das ist das, was durch diese lange Fermentation. Du schaust bei mir in völlig leere Augen. Aber erzähl weiter. Das ist das, was bei dieser sehr langen Fermentation, teilweise dauert die 3 Wochen und länger. Und da stürzen sich die Hefezellen stürzen sich gierig auf den Zucker. Und ja, das mache ich auch. Und da entstehen dann aufgrund dieser langen Fermentationsdauer und dieser Wildhefen oder hier dieser Minzhefe, dieser speziellen Hefen, entstehen dann diese sehr fruchtigen Aromen. Und wenn man könnte den eigentlich, wir haben hier viel vor noch, aber man könnte ihn eigentlich mal verriechen, oder? Pur? Ja, dafür bräuchten wir Gläser. Nicht verkosten, aber wenigstens mal verriechen, weil das ist interessant. Der heißt zwar Skunkrum, weil er so intensive. Mhm. Ja, vielleicht kann die Regie das jetzt völlig unerwartet mal, wenn wir im Hintergrund was knirschen hören, versuchen zu organisieren oder Mitarbeiterin Nummer 1. Ich greife mal hier zu Untersetzern, die stehen hier immer parat, entschuldige. Den sollten wir mal einfach, oder? Gerne. Aber das ist dieses Spezielle, dieser Jamaika-Stil. Die haben einfach einen sehr hohen Esteranteil in ihrem Rum. Und wenn man da eine Flasche öffnet, eine spezielle Flasche mit einem hohen Anteil, dann riecht der ganze Raum direkt nach Früchten, nach Banane etc. Brauchst du ja die Nase dran halten. Ganz genau. Und das meint Bintu Singh bestimmt mit Skunk, oder? Das meint Bintu, ja, wahrscheinlich. Boah. Also diese langen Esterketten, das ist typisch Jamaika rum und ich sag mal, hochinteressant. Wie sagt man so schön, wenn du den nicht magst, dann musst du halt noch an dir arbeiten, weil das ist jetzt nicht, ich würde es auch nicht unbedingt einem Rum-Einsteiger empfehlen. Der ist ja auch nicht zum Purtrinken gedacht. Genau, auf diesen jamaikanischen weißen Rum steht sogar hinten drauf, don't drink it neat. Ja, nicht. Das ist nicht eigentlich, werden diese weißen Rums speziell für hochwertige Cocktails hergestellt. Das gefällt dir? Ja. Du hast natürlich den Alkohol, ganz, ganz klar, aber du hast wirklich Banane, du hast Früchte. Aber schön, dass ich auch hier wirklich das Eichenholzfass habe. Die Eiche kommt durch, Karamell. Das ist auch so leichte Rauchnoten, ganz leichte Rauchnoten. Habe ich so extrem auch noch nicht bei einem jungen Rum verrochen wie toll, hier. Ja? Also das ist wirklich ein schöner Rum. Das ist wahrscheinlich, das wird sich, glaube ich, auch weiter durchsetzen in hochwertigen Bars oder sowas, dass man wirklich gute Zutaten nimmt für einen Cocktail und gute Grundsubstanzen nimmt.
Der ist, wie gesagt, wir sagten ja aus Melasse, nicht aus Sauvignon. Genau. Und die kommt aber nicht aus Jamaika. Die kommt aus Paraguay. Aus Paraguay. Genau, das ist eine Biomelasse aus Paraguay. Aber wie gesagt... Das ist beim Rohstoff. Genau, da haben wir natürlich jetzt nicht im Vergleich zu Rum Agricole, haben wir natürlich kein Terroir, weil die Melasse ist ja ein Überbleibsel aus der Zuckerproduktion. Ja. Aber wenn, je nachdem, je schlechter die Zuckerrohr oder die Zuckerproduktionsfirma arbeitet, desto besser ist die Melasse und das, was am Ende übrig bleibt. Wenn die genau arbeiten, dann bleibt am Ende nur noch so eine sogenannte Black Strap Melasse übrig. Und daraus möchte man nicht wirklich einen Rum machen. Ja, aber es ist schon, Melasse ist ja so richtig dunkler Brei, so genau. Eine richtig schwarze, schwarze Flüssigkeit. Vielleicht können wir das auch mal irgendwie... Sirupartig ist das, Sirupartig ist das, ja. Genau, und die hat auch nicht mehr dann so... Sieht ganz nicht appetitlich aus. Nee, überhaupt nicht. Dann kommt halt so ein klares Destillat dabei raus und der ganze Raum duftet hinterher wirklich jetzt hier nach Banane und... Genau, bei diesem Duft haben wir tatsächlich Fermentation und Grapefruit, und Destillation auf diesen sogenannten Potstills. Und deswegen bekommen wir auch diesen schweren Rumstil hierher. Aber ich glaube, wenn ich den jetzt mit 70% nach dem Mojito probieren würde, das wäre... Nein. Würde ich so nicht empfehlen. Nein, nein. Aber als Grundlage für diese Rums wirklich schön. Nimm ruhig noch ein Schlückchen, denn ich wollte dich fragen, David. Bitte. Ich hatte dich ja gebeten, uns einen Mojito und ein Nelsons Blatt zu mixen, Nelsons Blatt 2, um genauer zu sein. Habe ich extra gelernt. Weißt du eigentlich, warum der so heißt? Nein. Das ist schön. Ich will es kurz erzählen. Nelsons Blatt kommt vom berühmten Admiral Nelson. Und als dieser berühmte Admiral 1805 bei der Schlacht um Trafalgar, vor Trafalgar, vor der spanischen Südküste, starb, also fiel, aber die Schlacht eben gewonnen hatte, das war, glaube ich, der... Meine Historie. Zweite, dritte Koalitionskrieg, auf jeden Fall einer der napoleonischen Kriege. 1805 verstarb, konnte man diesen hochdekorierten Mann, der sich schon vorher in vielen Schlachten bewährt, ein Augenlicht verloren hatte, einen Arm verloren hatte und nun Trafalgar auch noch sein Leben, den konnte man ja jetzt schlecht wie einen gemeinen Marinesoldaten in edles Tuch einwickeln oder einfaches Tuch einwickeln und über Bord, über die Reling, dem Meer anheim vertrauen. Nein, der Mann sollte ein Staatsbegräbnis in London kriegen. Von Trafalgar bis London, das konnte schon mal 1,5-2 Monate dauern. Wie kommt der tote Nelson dann da an? Was machte man? Man steckte den Admiral in ein Fass voll Rum, um ihn zu konservieren. Und auf der Überfahrt hatten wohl manche seiner untergebenen Soldaten, über 600 waren noch an Bord der Victory, ob nun aus Verehrung für den Admiral, aus einem Totenkult heraus oder einfach, weil sie mit ihrer täglichen Rumration oder Alkoholration nicht zufrieden waren, ab und an mal das Fass gelüftet, sich eine Schippe rausgenommen und auf den Admiral Nelson, der da drin schwamm, mit seinem eigenen eingelegten Rumtopf angestoßen. Mit seiner DNA. Prost, schmeckt es? Gut, kommen wir zum ersten Götterfunken. Das führt jetzt alles zu weit. Wir sehen uns gleich wieder. Als die 35-jährige Amerikanerin Fanny Osborne sich im Jahre 1875 von ihrem treulosen Ehemann trennte, um in Europa Kunst zu studieren, lernte sie den 10 Jahre jüngeren schottischen Dichter Robert Louis Stevenson kennen und lieben. Noch 5 Jahre sollte es dauern, bis sie sich zur Scheidung durchrang und schließlich Stevenson am 19. Mai 1880 in San Francisco heiraten konnte. Das Paar reiste mit dem Sohn aus erster Ehe Lloyd nach Britannien, um Stevensons Eltern die Ehefrau vorzustellen. Wohl auch in der Hoffnung, ein seit geraumer Zeit bestehendes Zerwürfnis zwischen dem Dichter und seinem Vater endgültig zu kitten, was trotz des erzkonservativen Vaters und der modernen, zigarettenrauchenden, geschiedenen und selbstbewussten Fanny überraschenderweise gelang. Der Schwiegervater erkannte in ihr eine intelligente Frau, die seinem Sohn eine geistig ebenbürtige Partnerin war und robust genug,
den seit früher Jugend kränkelnden Dichter im Notfall auch zu pflegen. Und tatsächlich folgten kurz darauf ein bei Stevenson diagnostizierter Tuberkuloseausbruch, der einen Kuraufenthalt in der Schweiz notwendig machte, und nach der Rückkehr zum Sommerurlaub ins schottische Hochland eine schwere Erkältung, die den so gerne auf ausgedehnten Spaziergängen durch die Natur wandernden Schriftsteller ans Haus zwang. Stevenson nutzte die Zeit, um sich rührend um seinen 12-jährigen Stiefsohn Lloyd zu bemühen. Dieser war gerade dabei, die Karte einer imaginären romantischen Insel zu zeichnen, und Robert Louis half ihm nicht nur dabei, sondern war von der Idee so entzündet, dass aus der nun von seiner Hand detailliert geschaffenen Karte der Roman regelrecht erwuchs. Die Gestalt dieser Insel befruchtete meine Fantasie außerordentlich. Da waren Hafenplätze, die mich entzückten wie Sonette, und im Bewusstsein einer Schicksalsbestimmung nannte ich mein Erzeugnis die Schatzinsel. Er konzipierte sein Werk zunächst für Kinder, allen voran für seinen Stiefsohn, dem die Erzählung auch gewidmet ist. Während er die Geschichte schrieb, erklärte Stevenson: »Wenn das die Kinder nicht anzieht, dann sind sie seit meiner Zeit verdorben. Es geht um Piraten, es geht um eine Karte, um einen Schatz, um Meuterei, ein verlassenes Schiff, um eine Strömung und um einen guten alten Gutsherrn, einen Arzt, einen Schiffskoch mit einem Bein und ein Seemannslied mit dem Refrain »Jo, ho, ho« und eine Flasche mit Rum. Die Schatzinsel erschien unter dem Pseudonym Captain George North zunächst als Fortsetzungsroman von Oktober 1881 bis Januar 1882 in der Jugendzeitschrift Young Folks, einem wöchentlich herausgegebenen Literaturmagazin für Jungen und Mädchen, und hatte zunächst keinen Erfolg. Vielleicht, weil der Schurke am Ende mit einem Teil der Beute entkommen darf. Vielleicht, weil das Werk in so vielen Ebenen gewiss doch nicht nur für Jugendliche geschrieben war. Ab der 1883 herausgegebenen Buchfassung aber wurde die Schatzinsel immer populärer und erwies sich schließlich nicht nur als erster großer finanzieller Erfolg, sondern wurde auch von Kritikern hochgeschätzt. Bis heute erfreut sie sich international immenser Beliebtheit als Buch, Hörspiel oder in einer von über 20 Filmversionen. Bereits im ersten Kapitel begegnet uns der mit der Seefahrt im kollektiven Bewusstsein so eng verbundene Rum als ein alter Seebär mit Narbe im Gesicht das Wirtshaus der Eltern des Protagonisten und Haupterzählers Jim Hawkins betritt. Er sah sich im Schenkzimmer um und pfiff dabei vor sich hin, und dann stimmte er das alte Schifferlied an, das er später so oft sang. 15 Mann auf des Totenmanns Kiste, joho-ho, ne Buddel mit Rum! In der zittrigen und hohen Stimme, die so klang, wie wenn eine Ankerwinde gedreht würde. Dann schlug er mit einem Knüppel so dick wie eine Handspeiche gegen die Tür, und als mein Vater erschien, verlangte er barsch ein Glas Rum. Als dieses ihm gebracht worden war, trank er es langsam aus, wie ein Kenner mit der Zunge den Geschmack nachprüfend, und dabei sah er sich durch das Fenster die Strandklippen und unser Wirtsschild an. Schließlich sagte er: »Das ist eine nette Bucht und eine angenehm gelegene Grogkneipe.« »Eine angenehm gelegene Grogkneipe«, sagte der etwas unheimliche Kapitän über das Wirtshaus, in dem der Roman »Die Schatzinsel« beginnt.
nun die Verbindung Rum, Alkohol, Seeleute, Piraten, die ist nicht rein der künstlerischen Fantasie entsprungen, sondern hat einen historischen Kern. Aber warum Grog-Kneipe und nicht Rum-Kneipe? Er hat ja mit Kennermine einen Rum probiert und auch immer wieder Rum gefordert und getrunken. Dieser Billy Bones heißt er übrigens, dieser unheimliche Kapitän aus der Schatzinsel von Stevenson. Warum also Grog? Nun, da kommt ein anderer Admiral ins Spiel, der 1757, ja, müsste ein Jahr vor Nelsons Geburt verstorben ist, Admiral Vernon. Und dieser Admiral Vernon hatte wie die gesamte Marine damals ein großes Problem, überhaupt die gesamte Seefahrt, seitdem es über den großen Teich, über den Atlantik ging oder lange Strecken, die nicht küstennah waren, musste man ja nun sämtliches Trinkwasser in Fässern mit sich führen. Und das kann man sich vorstellen, wie schnell das dann faulig wurde. Man hat dann auch Bier transportiert, weil der Geschmack dann etwas erträglicher wäre. Und dann haben die Matrosen Bierrationen bekommen und Wasserrationen. Aber Bier wird nun auch sehr schnell schal. Dann ist man auf Branntwein gegangen. Und Branntwein hat erstens entsprechende hochalkoholische Nebenwirkungen und zweitens war er sehr teuer. Und erst mit den neuen Kolonien und als du sprachst davon, dass der Rum eben aus einem Abfallprodukt, aus der Melasse hergestellt wurde, als das erst möglich war, dass der so billig war, da hat man dann Rum ausgegossen. Und zwar Fassstärke. Man könnte sagen, wie heißt der? Kill Devil. Kill Devil, nicht? Kannst du dazu was erzählen? Ja, das war dann im Jahre, also 100 Jahre zuvor, 1651, ja. Da gab es einen Schriftsteller aus England, Richard Ligon, der hat Barbados intensiv bereist, über 3 Jahre hat er dort gelebt und der hat dieses rumartige Getränk, damals hieß es glaube ich noch Rumbouillon oder Rumbustion. Ja, also Englisch dann eben genau. Rumbillion. Ja, Rumbillion. Der schrieb in seinen Memoiren oder in dem Buch über diese Reise in Barbados, dass es die Männer zu Boden treibt. Also es war auch eher negativ gemeint, dass dieses Teufelszeug. Ja, weil es so stark war, dass es eben dann auch diesen Kill Devil, es tötet selbst den Teufel, sollte wahrscheinlich gemeint gewesen sein, bezeichnet wurde. Und man hatte wirklich das Problem, dass die Soldaten, die nun rumtranken, weil er so günstig war, schon mal besoffen von der Takelage fielen und in Streit gerieten. Also was. Und Admiral Vernon war dann nun der Erste, der 1740 dagegen protestiert hat, einen Brandbrief geschrieben hat, so geht das nicht weiter. Und zunächst mal für die ihm untergebenen Schiffe und ihn untergebenen Mannschaften gesagt, so Leute, ihr bekommt jetzt zwar den Rum weiter, aber scharf kontrolliert, 2x am Tag, zu einer gewissen Stunde verdünnt. Und im Verhältnis genau 1:4 mit Wasser verdünnt. Und weil dieser Vernon, wenn er an Deck stand, sehr gerne einen seetauglichen Mantel aus einem groben Korn, frühere Admiräle, auch wenn man das so sieht, Nelson oftmals so richtig Seidenstoffe und schick und sowas, Vernon auch, aber sein Mantel war aus groben Korn, französisch Grosgrain und englisch dann Grogram, gefertigt und aufgrund dieses für ihn typischen Mantels aus Grogram hatte er bei seinen Matrosen den Spitznamen Old Grog weg. Und daher kommt es, dass das Rum-Wasser-Gemisch mit Grog bezeichnet wird und auch heute noch bezeichnet wird oder damals bezeichnet wurde und heute noch bezeichnet wird. Wir haben es in unserer Vorstellung immer so, dass es immer heißes Wasser mit Rum ist, aber damals war es eben ganz normal Rumwasser. Gestattete übrigens dann später auch noch seinen Soldaten, dass sie ein bisschen zum Geschmacksverbesserung, wenn es schon verdünnt sein musste, ein bisschen Zitrone, die sie sich in den Rationen absparten und ein bisschen Zucker mit hineinkommen, dann kommen wir so dem Grog schon etwas näher, wie wir ihn kennen. Vor allen Dingen ist auch wichtig, dass du dich nach dem guten Mojito morgen auch nicht groggy fühlst, oder? Genau, das kommt auch daher, genau. Das groggy, nicht, wenn jemand das verkatert oder einfach nur mies fühlt. Man fühlt sich schlecht, man fühlt sich nach verkatert, könnte man sagen, vielleicht. Ich weiß nicht. Aber genug geredet, wir wollen nun auch schnell eine echte Buddel rum probieren. Wir sprachen davon, was Hochwertiges. Und das lassen wir uns dann heute mal von der Oberpiratin unserer Gewässer servieren und freuen uns jetzt darauf, was da wohl. Vielen Dank. Gerne. Danke.
Wie ungefährlich. Das ist der Ron Sostenible, wie heißt der? Triple Wood. Jetzt habe ich den Fehler gemacht, ne? Triple Wood gesagt. Triple Wood ist LaFrog. Triple Wood ist, glaube ich, Ockentosch, ne? Oder? Ja, aber es gibt auch einen LaFrog Triple Wood. Gab es jedenfalls mal. Triple Cask. Stimmt, Triple Cask, ja. Erzähl uns was dazu. Ich gieße derweil ein. Und da muss ich gleich, Bintu, mächtig großer Fehler. Bei allen anderen Flaschen hast du einen schönen Tropfschutz dran. Der ist zu kurz und da kannst du eigentlich nur versagen. Erzähl uns was, Dave, zu dem Rum. Ja, wir verlassen jetzt den britischen Rumstil, den wir bei den Jamaika-Rums haben. Also Rum unterteilt sich ja auch in verschiedene Rumstile, auch nach Ländern, Kolonien. Und jetzt kommen wir in den spanischen Rumstil. Und der spanische Stil ist schon ganz was anderes als der britische Stil. Wir haben hier erstmal eine Destillation auf Continuous Stills oder auf sogenannten kontinuierlichen Brennsäulen aus Edelstahl, anstatt wie im jamaikanischen oder britischen Stil oftmals die Pot Stills benutzt werden. Und dieser hier ist nicht auf Melassenbasis, sondern auf frisch gepresstem Zuckerrohrsaft. Das ist ja im Prinzip die Grundlage von dem Ron Sostenible, den ich schon mal im Video besprochen hatte. Ist im Prinzip der. Nicht? Und so wie du es gerade gesagt hast, gebrannt, 8 Jahre. Aber das kennen wir eigentlich nur aus dem französischen Rumstil, aus dem sogenannten Rum Agricole. Und da wird ja vorwiegend frisch gepresster Zuckerrohrsaft benutzt. Und deswegen ist es hier so ein bisschen so ein Hybrid. Ne, aus ja, aber es ist Zuckerrohrsaft, ist schon auch benutzt. Ja, aber das kennen wir eigentlich nicht vom spanischen Stil. Stimmt, da wird eigentlich überwiegend auch die Melasse benutzt oder Zuckerrohrsirup, gibt es auch noch, aber ist eher selten. Finden wir in Guatemala. 8 Jahre gereift, tatsächlich gereift. Und bei Rum sind die Altersangaben ja, da sind die manchmal sehr kreativ. Ja. Du hattest ja schon mal auf die Solera angesprochen. Mhm. Aber hier soll tatsächlich 8 Jahre in Ex-Bourbon-Fässern und noch 5 also weitere. Also mindestens 8, manchmal ist es sogar 9 Jahre drauf. 8 schreibt er drauf, manchmal ist es sogar 9 Jahre. Ja. Das wäre dann wieder amerikanische Weißeiche und weitere 5 Monate in Pedro Jimenez Sherry-Fässern und Oloroso Sherry-Fässern. Und diese Pedro Jimenez gibt eine besondere Süße und Oloroso ein bisschen Trockenheit und ein nussiges Aroma. Ja. Und übrigens hier vorne steht drauf Sailboat Voyage Number. Mhm. Das heißt, du kannst hier genau nachlesen. Ich hatte ja bei dem ersten Ron Sostenible schon mal gesagt, der kommt mit einem Segelschiff über den Atlantik. Ja. Und hier kannst du genau die Nummer sozusagen, wann, mit welchem Boot er kam, kann man da ablesen. Das ist eine ganz interessante Und das ist halt diese Story. Transparenz, die wir uns bei Rum eigentlich so wünschen. Ja. Rum ist ein wunderschönes Thema, aber die Transparenz, die ist da nicht immer gegeben, anders als beim Scotch, wo wirklich die Leute mit Argusaugen drauf schauen. Das finde ich halt auch gut, dass es hier auch alles transparent ist, dass man weiß, was drin aber ist. Wenn du einen guten Rum hast, dann hat er wirklich eine Aromenwelt, die mit Whisky meines Erachtens auch durchaus mindestens auf Augenhöhe. Absolut. Zumindest wir ja auch bei weißem Rum, im Gegensatz zu Whisky, brauchen wir ja gar keine Fasslagerung. Wir bekommen ja schon schön weißen Rum im Gegensatz zu Whisky, der ohne Fassreifung uns nicht gefallen würde. Ja, das ist richtig. Ja, aber ich habe direkt Rosinen in der Nase. Ja. Feigen. Stimmt. Ein bisschen orientalisch, ne? Könnten auch Datteln mit im Spiel sein. Und ich finde ihn erstmal würzig und komplex. Eben die Würze, nicht? Zu diesen dunklen, kräftigen Früchten, die du perfekt analysiert, das würde ich also auch so sagen. Und das Fass kommt auch durch, was ich schön finde, wobei Rum ja eigentlich nicht so lange lagern muss. Ich finde es manchmal auch schon schön, wenn Rum einfach nur 1-2 Jahre gelagert ist, aber hier ist der Punkt noch nicht überschritten. Die 8 Jahre scheinen auf also den Punkt zu sein. Die Nase hat wirklich diese Würzigkeit vom Holz. Eine minimale Rauchspur dabei. Ganz schön. Mm. Und dann diese dunklen Früchte, hast völlig recht, Rosinen. Verspricht was, ne? Ja, natürlich die süßlichen Karamell-Toffee, was ja immer so ein bisschen dabei ist. Die Farbe ist auch nur aus dem Fass, oder? Der ist kein. Weiß ich nicht. Oder kommt die Zuckerkohle mit rein? Dadurch, dass eine Dosage mit drin ist, ich meine, es kann durchaus sein, dass er da ein bisschen nachhilft. Obwohl, das doch, ich glaube ja. Also beim Standard Ron Sostenible macht das. Aber bei dem, gut, die hättest du eh die Farbe, wenn du die nochmal, er liegt 8 bis 9 Jahre im Bourbonfass. Da bekommt er ein bisschen Farbe. Da bekommt er Farbe, schon relativ ordentlich, und dann kommt er noch in Oloroso und Pedro Jimenez Fässer. Das könnte dunkler werden, ja. Könnte. Es wird oft kolportiert, die berühmten Zeilen,
15 Mann auf des Totenmanns Kiste gingen auf eine Legende um den berühmten Piraten Blackbeard zurück. Dieser lebte von ca. 1680 bis 1718, trieb sein Unwesen in der Karibik, zeigte sich gerne mit zahlreichen Klingen und Pistolen behängt und soll in seinem namensgebenden, in langen, pechschwarzen Zöpfen geflochtenen Bart bei Angriffen brennende Lunten eingeflochten oder solche unter dem Hut hervorkommen lassen haben, die dann um sein Haupt wirbelten, um sein dämonisches Auftreten angsteinflößend zu unterstreichen. Bei dem grausamen Image, das er pflegte, wundert es nicht, dass es zahlreiche unbestätigte Geschichten über ihn gibt, wie jene, er habe einen Teil seiner Mannschaft zur Strafe mit nicht mehr als einem Entermesser und einer Flasche Rum für einen Monat auf einem kargen Inselfelsen namens Dead Chest Island ausgesetzt. Diesen Ort gibt es wirklich. Er zählt zu den britischen Jungferninseln. Diese liegen am östlichen Rand der Karibik. Wenn man an der Nordküste Kubas gen Osten fährt, an Haiti und der Dominikanischen Republik vorbei und noch ca. 54 Seemeilen über Puerto Rico hinaus, dann findet man das Archipel mit seinen über 60 kleinen Inseln und Riffs. Und nordöstlich von Peter's Island liegt dann die winzige, gerade einmal 0,15 Quadratkilometer umfassende Dead Chest Island. Sie ist unbewohnt, hat kein Süßwasser, keine Bäume und nur spärliche Vegetation. Seinen Namen erhielt die Insel wohl, weil sie von einem bestimmten Blickwinkel aus betrachtet wie eine Totenkiste oder ein eingewickelter und tot im Meer treibender Matrose ausschaut. Jedenfalls soll Blackbeard die 15, nach anderer Erzählung 17 oder 20 Mann, daher auch die unterschiedlichen Zahlen verschiedener Liedversionen, hier mit besagter Flasche Rum und dem Entermesser für 4 Wochen ausgesetzt haben. Als er nach einem Monat zurückkam, waren, je nach Lesart, alle, einer oder wenige Männer noch am Leben. Und da kommen uns natürlich die berühmten Zeilen des Liedes aus Stevensons Schatzinsel in den Sinn. Denn Dead Chest Island war nach des Dichters Bekunden tatsächlich die Keimzelle für seine Dead Man's Chest und für die eingängigen Liedverse. 15 men on the dead man's chest, yo ho ho and a bottle of rum. Drink and the devil had done for the rest, yo ho ho and a bottle of rum. 15 Mann auf des Totenmanns True, yo ho ho und ne Flasche mit Rum, den Rest taten Suff und Teufel dazu, yo ho ho und ne Flasche mit Rum. Allerdings hat sich Stevenson zwar am Inselnamen, nicht aber an der Blackbeard-Legende inspiriert, sondern die Wahrheit ist vielmehr umgekehrt. Da Stevenson stets nur die erste Zeile oder erste Strophe seines Liedes in der Schatzinsel erzählt, lässt er viel Raum für Spekulationen. Und die kolportierte Geschichte von Blackbeard ist wohl die erfolgreichste, die sich dann so weit verselbstständigt hat, dass mittlerweile nicht wenige Menschen annehmen, sie sei die eigentliche historische Grundlage für den berühmten Text gewesen. Dabei stammen die ersten und einzigen Hinweise auf die Blackbeard-Legende erst aus dem 20. Jahrhundert, deutlich nach der Entstehung von Stevensons Roman. Nichtsdestotrotz finden sich Verweise oder Anspielungen auf den berühmten Blackbeard auch in der Schatzinsel. So lässt Stevenson Jim Hawkins und die anderen Abenteurer vom englischen Bristol aus in See stechen, genau dem Ort, in dem der historische Blackbeard als Edward Teach geboren wurde. Und einen der Piraten der Schatzinsel, Israel Hands, benennt der Dichter nach einem gesichert überlieferten Seeräuber, der in hoher Position unter Blackbeard gedient hat.
Und wie sollte sich ein schottischer Autor, der einen Abenteuerroman um eine Schatzinsel und Piraten verfassen möchte, denn bitte nicht an den bekanntesten britischen Seeräuber inspirieren, der die romantische Vorstellung vom Piratentum der Zeit hauptsächlich prägte. Den endgültigen Stempel für die bis heute gültige populärkulturelle Vorstellung vom Bild eines waschechten Piraten mit Holzbein und sprechendem Papagei auf der Schulter hat aber erst Stevenson in seiner Beschreibung der Figur des Long John Silver aus der Schatzinsel der Nachwelt aufgedrückt. Man kann das für den Stiefsohn, der übrigens Pate für die Figur des Jim Hawkins stand, geschriebene Jugendbuch übrigens ebenso oder vielleicht noch besser mit erwachsenen Augen lesen, als Parabel nämlich für das, was die Gier nach Geld aus Menschen machen kann. Und dass die schlimmsten Waffen der größten Schurken nicht Klingen und Pistolen, sondern emotionale Fallstricke und aus Leutseligkeit kumpelhaften Verbindlichkeiten und falsch verstandenen Loyalitäten geflochtene Enternetze sind. Und wer weiß, wie viele Piraten heute noch ohne Holzbein und Papagei auf der Schulter, aber immer noch mit dem Wind der Jovialität durch die Untiefen der Ozeane von Politik, Wirtschaft und Gesellschaft segeln und auf Beute zu gehen. Vielleicht ist das der Grund, warum der viermalige britische Premierminister William Ewart Gladstone ein begeisterter Leser und Verfechter des Werkes war, weil er es als Warnung vor Gier, Verstrickungen und Abhängigkeiten und den damit verbundenen Auswirkungen auf die eigene Psyche verstanden hat. Und ganz am Ende des Buches schildert uns Jim Hawkins, dass er immer noch lange nach überstandenem Abenteuer aus schlimmsten Albträumen hochschreckt, in denen er Silvers Papagei die Worte krächzen hört, die das Buch beschließen. Goldstücke! Goldstücke! Ja, Stevenson konnte sich also nicht an der Blackbeard-Legende inspirieren, wohl aber in den Sammelkasten begabter Kollegen greifen, und das gab er auch unumwunden zu, indem er sagte, natürlich gehörte der sprechende Papagei einst Robinson Crusoe. Und es ist auch richtig, dass das Skelett, das auf der Schatzinsel liegt und mit seinem ausgestreckten Arm den Weg zum Schatz weisen soll, aus der Truhe von Edgar Allan Poe stammte. Aber er sagte auch genauso, es kann kein Mensch ernsthaft erwarten, dass es ein Patent oder ein Recht auf rumliegende Skelette gäbe oder dass man den Markt von sprechenden Papageien leer kaufen könne. Also er machte das mit einem Augenzwinkern und er bindet es in einen anderen Kontext ein. Lustige Tatsache am Rande ist übrigens die, dass in der zweiten Folge der beliebten Hörspielserie Die drei Fragezeichen es einen sprechenden Papagei gibt. Da gibt es einen gewissen fremden Engländer, der heißt John Silver, wie unser Long John Silver. Und der bringt einen Papagei, der Blackbeard heißt, das Sprechen bei. Also genau umgekehrte ironische Anspielung auf die Schatzinsel. Und dieser Papagei endet dann seinen Rätselspruch mit dem bekannten Satz Jo-ho-ho und ne Buddel rum. Das ist eben die zweite. Okay. Warum das jetzt? Na gut, jetzt. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Und das war, soweit ich weiß, die zweite Folge der Super-Papagei. Ich verbessere dich ungern, aber das war die erste Folge. Der Super-Papagei war die erste? Auf jeden Fall. Also sollen wir 100% jetzt ja sicher. Drei Fragezeichen-Battle machen? Das war meine Einschlaftherapie. Zweite. Einschlaftherapie in jungen Jahren. Also ich spreche von den Hörspielen. Ja, sicher. Von den Kassetten. Genau. Europa. Europa. Nein, meine Mutter hat mir die mitgebracht, als ich mal kränklich war als Kind. Und da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Folge ich würde 1. sagen, wir werden das rauskriegen und wetten um eine schöne Patergas D4.
Ja, sehr gerne. Dann leg mir schon mal eine raus. Also wir probieren schon. Ja. Den hast du gut getimt. Sagt eine Freundin immer zu mir. Immer wenn ich trinke, musst du Quatsch machen. Oh. Er darf nur nicht in die Luftröhre laufen. Oh, Leute, das ist aber... Boah. Ja. Das macht Spaß. Das macht Spaß, ja. Ja, der hat was zu bieten. Mmh. Ja. Aber das, was wir in der Nase hatten, bestätigt sich auch. Diese tropische Früchte und diese Datteln, Rosinen und auch das Karamell kommt durch. Ich finde ihn auch nicht zu süß. Und das ist interessant. Er hat eine schöne Rumsüße. Ja, du sparst ja von den verschiedenen Stilen. Aber auch so eine leichte Bitterkeit vom Holz. Und das mag ich. Das ist nämlich das Spannende hier. Mhm. Dass sich das so schön ergänzt, dass das so hin und her wippt zwischen der herben, würzigen Holznote und der sehr schön weich und warm auskleidenden Toffee-Karamellnote. Der klassische Ron Sostenible, der hatte ja viel so von Brioche auch noch, so was Weiches. Und der hier, der in diesen beiden Fässern nochmal zusätzlich nachreift, insgesamt der drei Fässer, der hat halt diese tiefe Fruchtigkeit der Trockenfrüchte noch mit dabei und trotzdem auch eine frische Note. Oh. Der bleibt auch lange im Mundraum kleben. Der kleidet aus. Aber was mir aufgefallen ist, ist ja von vornherein gar nicht nach Klebstoff. Du sprachst mal irgendwann von Patex oder Uhu. Das hat er gar das nicht ist gehabt, ganz ne? häufig bei Rum so, wenn du den gerade ins Glas hältst, also die erste Kopfnote, die dann rauskommt, ist so ein bisschen Klebstoff. Stimmt? Hat er nicht. Ist er nicht. Normalerweise musst du erstmal länger, aber wir lassen den gleich mal noch ein bisschen stehen und gucken dann, was der uns noch gibt. Ach, herrlich. Er hat auch eine schöne Öligkeit im Glas und das bestätigt sich auch im Mundgefühl, dass er eher ein cremiges Mundgefühl bietet. Ja, cremig, samt, auskleidend. Und das nur 43%. Zwischen süß, herb, Würze. Was ist das für eine Würze? Das ist natürlich die Holzwürze. Aber da sind auch Gewürzaromen mit drin. Die müssen auf den Grund gehen. Hat ein bisschen was von Nelke auch, ne? Teilweise. Sag das bitte nicht. Ich hasse Nelke. Du ganz bisschen. Eine Nuance. Ach komm, nur weil jetzt Weihnachtszeit ist, wo wir das drehen. Also wenn Sie auch Nelke daraus schmecken, dann teilen Sie uns das bitte mit und teilen Sie uns auch mit, falls Sie wissen, ob es Folge 2 oder Folge 1 ist. Ich hätte auch Macadamia sagen können. Aber bevor wir jetzt hier in unsere dunkelsten Tiefen der Psyche abdriften, lassen wir das doch lieber den Götterfunkenpaten machen. Denn der konnte das auch und damit soll es jetzt mit seinem zweiten berühmten Werk im nächsten Götterfunken weitergehen. Etwa 80 Jahre vor Stevensons Geburt wurde dessen Heimatstadt Edinburgh durch eine Reihe nächtlicher Einbrüche und Diebstähle erschüttert. Und das Entsetzen war groß, als herauskam, dass der angesehene Kunsttischler, Innungsvorsitzende und ehrwürdige Stadtrat William Brodie hinter den Verbrechen steckte. Tagsüber gerierte er sich als Gentleman, respektabler Bürger und Geschäftsmann, nachts verwandelte er sich in einen skrupellosen Einbrecher, zum Teil um seine Spielsucht und 5 Kinder sowie 2 heimliche Geliebte zu finanzieren, vor allem aber um seine dunkle Seite, den Reiz des Verbotenen, auszukosten. Genau um diese Doppelmoral oder man sollte besser sagen, Doppelnatur von Gut und Böse, geht es auch in Stevensons Der seltsame Fall von Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Und das ist kein Zufall, denn Stevensons Kindermädchen erzählte dem kleinen Robert Louis allerhand Schauergeschichten, die sich in seiner Persönlichkeit und seinem Werk niederschlugen, und das Schicksal wollte es, dass sich in seinem Kinderzimmer, gruselig genug, ein Schrank aus der Hand eben jenes William Brodie befand,
der im Jahre 1788 überführt, verurteilt und gehängt wurde. Letzteres nicht ohne Ironie an einem Galgen, den er ein Jahr zuvor selbst im Auftrag der Stadt entworfen und gebaut hatte. Reichlich Stoff für die Kinderfrau zur Gute-Nacht-Geschichte. Neben der Geschichte von Brodie waren es nach eigenem Bekunden ein Albtraum und laut seiner Ehefrau zusätzlich ein Artikel über das Unterbewusstsein aus einer französischen Fachzeitschrift, die ihn in das Thema quasi hineinjagten. Zudem nahm er wohl das zu jener Zeit populäre Laudanum, eine Opiumtinktur gegen seine Schmerzen, ein, welches betäubend und euphorisierend wirkte und im Ruf stand, die künstlerische Kreativität zu fördern, aber auch Angstzustände auslösen konnte. Jedenfalls schrieb Stevenson wie im Fieberwahn und oder Laudanumrausch die erste Fassung von Jekyll and Hyde mit ca. 30.000 Wörtern binnen weniger Tage nieder. Seine Frau war von dem Ergebnis entsetzt, nannte diesen Schauerroman totalen Unfug und warf ihn ins Feuer. Krank und bettlägerig schrieb der Dichter sein Werk aus der Erinnerung binnen 3 Tagen neu und es sollte einer der erfolgreichsten Psychothriller der Weltliteratur werden. Im Ziel hatte der Dichter die Doppelnatur des Menschen, der Gut und Böse in sich vereint, wobei das eine dabei immer Rückwirkungen auf das andere hat. Es war der Fluch der Menschheit, dass diese verschiedenartigen Elemente so zusammengeschweißt waren, dass die entgegengesetzten Ichs in den Tiefen des gequälten Bewusstseins dauernd miteinander ringen mussten. Wie, wenn man sie trennte? Das Experiment dieser Aufspaltung scheint zunächst zu glücken, und nach Einnahme einer selbstgebrauten Tinktur verwandelt sich Dr. Jekyll in Mr. Hyde, den dunklen Teil seines Selbst, der die versteckte, Englisch to hide, negative Kraft entfesselt. Henry Jekyll repräsentiert dabei in etwa das, was Nietzsche den apollinischen Charakter, die kontrollierende, ordnende Kraft nennt, und Hyde entspricht in dieser Analogie dem Dionysischen, der, so der Philosoph, rauschhaften Wirklichkeit, also dem Augenblick des dem expressiven Gefühl sich überlassenen exzessiven Lebens. Die Verwandlung, die Stevenson eindrucksvoll schildert, muss daher schmerzhaft sein. Die mörderischsten Qualen folgten. Ein Knirschen in den Knochen, eine tödliche Übelkeit und ein Angstgefühl, wie es sich nicht schlimmer in der Geburts- oder Sterbestunde äußern kann. Dann legte sich die Agonie schnell und ich kam, wie nach einer tiefen Ohnmacht, wieder zu mir. Da war etwas Fremdes in meinen Empfindungen, etwas unbeschreiblich Neues und in seiner Neuheit unglaublich Süßes. Ich fühlte mich jünger, leichter, glücklicher, empfand eine berauschende Unbekümmertheit, die in meiner Fantasie eine Fülle sich überstürzender sinnlicher Vorstellungen hervorrief und nahm eine Lösung aller Bande der Verantwortlichkeit wahr, eine bisher unbekannte, aber nicht unschuldsvolle innere Befreitheit der Seele. Vom ersten Atemzug dieses neuen Lebens an war ich mir bewusst, schlechter, 10-fach schlechter und Sklave des ursprünglich Bösen in mir zu sein, und der Gedanke stärkte und berauschte mich in jedem Augenblick wie Wein. Die Neuartigkeit dieser Empfindungen ließ mich frohlockend die Arme ausbreiten
Und dabei wurde es mir plötzlich bewusst, dass ich kleiner geworden war. Ich wollte eigentlich gar nicht so nerdig sein, aber ja, du hast es mir bewiesen. Du hast es mir bewiesen. Hat sich schon gelohnt, die drei Fragezeichen zu hören über all die Jahre, oder? Schäbig. Hier. Wie liebevoll du sie mir gibst. Ja, weißt du. Ausgerechnet, er hatte recht. Er hatte einfach recht. Spielschulden sind Ehrenschulden. Wir werden die gleich nochmal gemütlich nach dem Video gemeinsam. Das Aromenspiel zwischen Rum und kubanischem Tabak. Übrigens, ein Jahr nachdem Dr. Jekyll und Mr. Hyde veröffentlicht wurde, starb Robert Louis Stevensons Vater, mit dem er sich wieder ausgesöhnt hatte, in dessen Nähe er in den letzten Monaten auch lebte. Aber um seiner Gesundheit willen musste er wieder auf Reisen gehen und zunächst dann mit seiner Familie und auch der verwitweten Mutter natürlich in die USA. Aber um in ein noch milderes Klima zu fahren oder zu gelangen, schiffte er dann nach Samoa, also wirklich ganz weit weg, Polynesien, und hat sich dort dann ein Haus gekauft, ein Grundstück gekauft, wo er dann die letzten Jahre seines Lebens verblieb. Wir können hier auch mal die letzten Tropfen nach mehr. Aber das ist ja eigentlich eine Unverschämtheit, ne? Das ist wieder mal verdunstet im Raum. Der Angel Sherba Rum in der Karibik ist ja deutlich höher. Captain Joanne, wo ist unsere Flasche? Ist auch den Engeln zum Opfer gefallen, oder? Der war nicht schlecht. Musst du auch mal bringen, ne? Aber was wir sagen können, nachdem er jetzt länger stand und mehr Rum hatte, ich gebe mir trotzdem noch ein kleines Schlückchen rein, sonst kriegen wir ja gar nichts mehr ab. Er wird durchaus noch komplexer, er wird noch intensiver. Er gibt etwas von Orange, Orangenschale, Orange mit frei ersetzt noch solche Orangenschale. Ja gut, jetzt habe ich ihn wieder aus der Flasche, aber als er vorhin länger stand. Vor allen Dingen hat er auch dieses Erdige und dieses Grasige, was wir eigentlich nur vom Rum Agricole kennen. Ist ja Rum Agricole im Prinzip. Ne? Eigentlich kommt er ja aus der Dominikanischen Republik. Rum Agricole darf er eigentlich nur in den nennen, wenn er aus den französischen Übersee der Pelomor ist. Ja, ist richtig. Das sind bestimmte Inseln. Ist richtig, aber der Punkt ist halt der Zuckerrohrsaft. Genau, das ist der Rohstoff oder das. Der kommt frisch gepresster Zuckerrohrsaft hinein oder das wird dafür benutzt im Gegensatz zur Melasse und der bietet dann auch im Gegensatz zur Melasse Terroir. Und das haben wir dann eigentlich nur bei Wein, bei Trauben. Ja. Trester und Zuckerrohr. Zuckerrohr bietet uns tatsächlich schon als Grundrohstoff viele Aromen. Sehr viele Aromen. Und das ist ja auch das, das ist ein Unterschied halt zu dem Whisky, ne? Absolut. Jetzt sagt der Grundstoff bei Whisky ist Gerste. Mhm. Macht bietet die so 3-5% vielleicht. Ja. Eigentlich jetzt soll er. Guckst du bei Wein oder bei Branntwein oder bei Zuckerrohr, also bei Trauben oder Zuckerrohr, da ist schon sehr hoch. Es ist nicht nur ein Alkohollieferant für die Hefezellen, sondern hier auch tatsächlich schöne Aromen, die dann man auch sofort im Bouquet hat. Dann halt, ne? Ja. Hast du noch was gefunden in der Nase bei dem, der länger stand? Habe ich dir jetzt eigentlich noch was nachgegossen? Nee, habe ich nicht. Ich finde, der hat jetzt nach ein bisschen Stehen gar keine Ecken, gar keine Kanten. Er ist einfach richtig rund und da kann man seine Nase lange reinhängen und man kriegt die Nase nicht mehr von los vom Glas. Es ist wirklich ein spannender Tropfen, der erkundet werden will. Was schön ist, wenn man ihn so lange kaut und die verschiedenen Areale, die Zunge nimmt die an verschiedenen Arealen, salzig, süß, bitter, umami und sauer war. Und wenn das dann so durch die verschiedenen Areale wandert, und das ist bei diesem Rum wirklich, als würde man wirklich so einen Aromenrad ein bisschen aufspalten und dann schießen diese Aromen so ein bisschen hin und her. Und das ist das, was mir an dem wirklich gut gefällt. Schön ist auch, dass er jetzt
dass diese Bitterkeit sich jetzt komplett ausgeglichen hat mit der Süße. Und das ist jetzt total in Einklang. Das meine ich, diese Harmonie, die dann entsteht. Das ist jetzt schön, erst spielt das sich so immer so ein bisschen hin und her. Mhm. Das Herbe, das Bittere mit dem Süßen. Und dann umkleidet die Süße diese Bitterkeit. Und dazu die Weichheit. Trotzdem hat er noch eine gewisse Trockenheit. Ja, das hat sich schön eingegangen. Das also ist schon gut. Und wir sind schon kurz davor, ihm das Zeugnis auszustellen. Machen noch einen ganz kurzen Götterfunken und dann stellen wir ihm auch das Zeugnis aus. Wird das wieder die Long Version? Ich fürchte, entweder muss ich dermaßen rumschneiden. Sind wir noch on? Na gut, also schauen wir mal. Der seltsame Fall des Dr. Jekyll und Mr. Hyde kommt übrigens auf noch gut 10 Kino- und Fernsehadaptionen mehr als die Schatzinsel und gilt als eines der meistverfilmten Werke überhaupt. Bereits ein Jahr nach der Erstveröffentlichung des Buches sicherte sich der deutsch-britische Schauspieler Richard Mansfield die Rechte an einer Bühnenadaption, fasziniert von dem Gedanken, diese schauspielerische Höchstleistungen fordernde Doppelrolle zu verkörpern. Das Stück wurde mit großem Erfolg am 9. Mai 1887 im Boston Museum Theater uraufgeführt und bereits am 12. September desselben Jahres am Broadway im Madison Square Theater gespielt und umjubelt. Mansfields Ensemble führte das Stück in den nächsten 20 Jahren in den Vereinigten Staaten und in England auf. Allerdings spielte er seine Rolle wohl ein wenig zu gut. Als er Jekyll und Hyde 1888 in London verkörperte, erlebte das Publikum nie Dagewesenes. Obwohl Mansfields Verwandlung von Jekyll zu Hyde auch ein Make-up beinhaltete, das bei Beleuchtungsänderungen ein anderes Aussehen hervorrief und er sich so quasi vor den Augen des Publikums transformieren konnte, wurde die geradezu schockierende Wirkung hauptsächlich durch die Gesichtsverrenkungen des Schauspielers und seine Veränderungen in Haltung und Bewegung erreicht. Als Hyde war Mansfield zusammengekauert, hatte ein grimassierendes Gesicht und krallenartige Hände. Er sprach mit einer kehligen Stimme und hatte einen völlig anderen Gang als Jekyll. Der Verwandlungseffekt und die Verkörperung des bösen Hyde waren so dramatisch, dass nicht nur Teile des Publikums während der Darbietung in Ohnmacht fielen, sondern auch Ängste und Hysterien in das reale Londoner Leben übergriffen. Bald kam der Verdacht auf, der als Jack the Ripper bekannte Serienmörder inspiriere sich an der Darstellung des Hyde und ergötze sich daran, den schauspielerischen Nervenkitzel aufs Bestialischste zu überbieten. Die Bühnenadaption von Stevensons Werk sei mitverantwortlich für das Blutvergießen des Rippers. Am 3. Oktober druckte der Daily Telegraph, dass der Täter ein Wesen ist, dessen krankes Gehirn sich durch die Aufführung des Dramas Dr. Jekyll und Mr. Hyde entzündet hat. Schließlich ging sogar die Beschuldigung bei der Polizei ein, Mansfield selbst stecke hinter Jack the Ripper, da eine so überzeugende Bühnenverwandlung von einem Gentleman in einen verrückten Mörder nur dadurch vollzogen werden könne, dass der Schauspieler tatsächlich selbst ein Mörder sei. Auch wenn die Polizei dieser Verdächtigung wohl nicht intensiv nachging, sah sich Mansfield immerhin genötigt, die Kritik an ihm einzudämmen, indem er eine harmlose Benefizkomödie zugunsten des Heim- und Zufluchtsortes für Prostituierte gab, die ja die Opfer des Rippers waren. Als Rezept gegen den Hyde in uns und in der Welt mag ein Zitat aus einem anderen Werk Stevensons wirken und hier den Abschluss bilden. Es gibt zwei Dinge,
derer die Menschen nie müde werden sollten. Güte und Demut. Davon bekommen wir in dieser rauen Welt unter kalten, stolzen Menschen nicht allzu viel. Kommen wir langsam zum Zeugnis. Du wolltest vielleicht noch was dazu sagen, zu dem Tropfen? Ja, ich kann noch dazu sagen, dass es für mich abschließend eigentlich ein leichter Rum bleibt. Ne? Ja, das hatten wir noch nicht erwähnt. Genau. Er ist relativ leicht. Was auch auf das Brennverfahren natürlich auch zurückzuführen ist, auf dieses kontinuierliche Brennen, auf den Edelstahlsäulen. Aber es ist ja auch dieser spanische Rumstil und so. Da hat der frisch gepresste Zuckerrohrsaft hat jetzt da nicht diesen Rum-Agricol-Charakter so sehr durchgedrückt. Ich würde sagen, er bleibt im spanischen Stil. Ja. Mild, leicht, eher smooth and gentle. Ja, richtig. Aber bekommt eine durchaus höhere Raffinesse als der Standard. Ja, genau. Also ich würde sagen, wenn der Standard schon ein Schmackofatz war, dann ist das ein veredelter Schmackofatz. Also das ist wirklich, da ist nochmal mehr Komplexität, mehr Tiefe. Ja, kommen wir dazu. Am Gaumen würde ich ihm gute 4,5 Funken gönnen. Okay. In der Nase. Sehr elegant, ja. Sehr elegant. Mhm. Nicht so viel tiefer als der andere in der Nase, als der ursprüngliche. Vielleicht auch 4, 4,5. Was würdest du? Würdest du da davor gehen? Abgang ist eigentlich kein großer Unterschied zu dem anderen, von der Länge her, ne? Von der Ausdauer, oder? So. Ich würde ihn als mittellang bis lang bezeichnen. Mittellang bis lang und sehr angenehm. Ja. Er ist ja. Da tut auch nichts weh. Ja, er ist mild, er ist schön. Das ist bei der Raffinesse, da würde ich aber auch gute 4,5 ja. Punkte vergeben. Weil da kommt wirklich dann noch, da kommen die beiden Fässer ins Spiel nochmal. Mhm. Der andere war schon gut, wirklich sehr gut auch, aber hier kommen diese beiden Fässer wirklich nochmal mit ihren Fruchtaromen, mit ihren dunklen Fruchtaromen ins Spiel. Ja, und der Preis, der liegt wohl in der Empfehlung zwischen 60 und 65 Euro. Das ist absolut in Ordnung. Ja, da hast du also schon viel, viel Schlechteres getrunken, in dem, was aufgrund eines größeren Namens vielleicht sogar mehr kostet. Also da wäre ich auch bereit, 4,5. Wenn ich sogar 5. Da kann man ruhig 5 geben. Ich denke auch, die Nachhaltigkeit spielt auch nochmal in den Preis rein. Ja, hatte ich beim letzten Mal auch extra bewertet. So, okay. So könnte man hier auch nochmal, dann sind wir allerdings schon in einer High-End-Bewertung. Okay. Könnte man rein Bouquet machen. Und von dem, vom Geschmack, von den ganzen Aromen, die man so hat, ist es ein Rum, der einen viele Minuten, wenn nicht gar Stunden, an das Glas fesselt. Ja. Allein schon durch das Verriechen. Gut, das Zeugnis ist längst eingeblendet. Wir blenden uns jetzt aus, genießen Patergast auf meine Kosten. Können noch eine Stunde dranhängen. Wir können noch eine Stunde dranhängen. Die werden schon immer so lang, die Videos. Ich weiß manchmal gar nicht, wo ich... Gut, wir wünschen Ihnen auf jeden Fall frohe Feiertage. Kommen Sie gut ins neue Jahr. Und ich freue mich sehr über die vielen freundlichen Zuschriften und Kommentare, wenn Sie den vielleicht auch mal in die Hand kriegen. Schreiben Sie wie immer gerne, was Ihre Meinung dazu ist. Wir lesen uns das immer sehr gerne durch. Ja, und dann sagen wir einfach, manchmal am Ende ist ein Rum auch einfach nur ein Rum.